Yo, hallo Leute, da sind wir wieder hier beim Let's Play The Legend of Zelda Ocarina of Time im Together. Das hat es noch nie gegeben, und zwar mit einer anderen Person. Das bin nämlich ich. Ich habe auch keine Ahnung, was ich hier labern soll. Ich habe sowas noch nie gemacht. Aber wie soll man dich denn nennen? Also, wie möchtest du genannt werden? Einfach Jonas. Okay. Vorname passt. Also der Jonas wird dabei, und ja, wir haben gedacht, Ocarina of Time, das ist ein gutes altes Spiel, das muss man spielen. Aber wir haben ein paar Neuerungen drin, vielleicht, ja, willst du erklären, was machen wir genau? Okay, also wir haben uns überlegt, wir spielen das ja zusammen. Ja, das Problem ist halt, dass nur einer spielen kann. Deswegen müssen wir uns entsprechend oft abwechseln, ne? Und da wir natürlich so gut sind, ja. So gut. müssen wir das mit drei Herzen machen, damit wir, also bei jedem Tod wechseln wir uns ab, ne? Und eine Three Hearts Challenge ist da dann drin, damit man einfach stirbt und das Ganze ein bisschen lustiger wird. Ja, und ganz nebenbei haben wir noch gesagt, weil wir spielen ja über den Emulator, ne? Und man kann ja da Save States machen. Und wenn einer safen will, dann muss er sich im Klaren darüber sein, dass ihn eine Strafe erwartet. Und die Strafe sieht dann so aus, dass man irgendein Spiel spielen muss. Also zum Beispiel, naja, für mich ist ja jetzt nicht ganz so schwer, ne? Aber für den Jonas, wenn er dann da Kaizo Mario das erste Level mal versuchen darf oder sowas. Und das kriegt er dann einfach reingeschnitten. Ja, so sieht das aus. Und wir haben einen ganz normalen Controller hier. So, ich würde sagen, ja, wir haben schon mal die Testdatei gemacht, weil wir... Mit der Auflösung, ja, wie nennen wir uns? Der Typ heißt so wie die Datei. Was? Wenn wir jetzt da eingeben... Hallo, dann nennen die den Typen Hallo, ja? Ja, natürlich, ja, klar, ja. Also willst du ihn jetzt Hallo nennen, oder was? Natürlich nicht. Ja, dann nennen wir den noch... Link, komplett in groß. Was? Warum? Ja, LK. WTF da! Wo ist das N? Ja, ich würde sagen, wir bauen aber noch eine persönliche Note ein, oder? Also Link. Link. So, und dann kommt T für mich. Link T. Link TJ. Link TJ. Mann, Bullshit. Ja, du musst aufpassen, ja, der Stuhl ist kaputt. Das ist deine nächste Challenge. Du musst gucken, dass der Stuhl lebt. Ich repariere mal kurz den Stuhl. Ja, okay. Also, ja, dann gehen wir mal rein. Wir werden natürlich fachmännisch für euch synchronisieren, natürlich. Und bist du der Erzähler? Komm, du kannst schneller lesen. Es war einst in einem fernen Land. Seit Anbeginn der Zeit wartet der mächtige Dekubaum über die Kinder des Waldes. Ja. Ja, ne? Da ist er. Jedem der Kokiri schenkt der Wächter eine Fee. Als seine Abgesandten schützten sie jene reinen Herzens. Geilen Fee-Navi, ich freue mich schon. Gleich kommt sie. Das Schicksal hat jedoch einen auserkoren, dessen Bestimmung es ist, den Gesetzen vergangener Zeiten zu entfliehen. So ein Lappen da ist. Ja, und jetzt kommt er, die legendäre Stelle. Genau, die kommt zweimal im Spiel. Der erste Let's Player, den ich gesehen habe, hat nur eins gesagt zu Ganondorf. Ja, du wirst niemals drauf kommen. An der Stelle, gleich wenn er kommt, er sagt nur: oh, ein Hurensohn auf dem Pferd. Ja, weißt du, ich meine, man kann ja auf vieles kommen, aber wie kommt man denn auf Hurensohn auf dem Pferd? What the fuck? Ja, passt so ein Gesichtsausdruck, ne? Naja, der ganze Vorspann, Leute, ihr kennt ihn wahrscheinlich auch schon. Navi, wo bist du? Erscheine. Das ist jetzt der Shakespeare-Dekubaum. Der Shakespeare? Ja. Navi, holde Fee, höre die Worte des Dekubaumes. Oh mein Gott. Spürst du es? Diabolische Kräfte bedrohen unser Land. Jetzt wirst du aber zum Adi hier. Die Kreaturen der Nacht sammeln sich, um das Schicksal Hyrules zu besiegen. Zu
das überhaupt Hyrule? Ja, da bin ich mir. Alle sagen mal Hyrule. Hyrule, ja. Bei mir ist das Hyrule. Hyrule. Für lange Zeit war ich es, der die Schatten des Unheils daran hinderte, das Land zu erobern. Doch nun ist die Konzentration des Bösen so stark, dass meine Kräfte nicht ausreichen, die dunklen Mächte zu bannen. Die Zeit scheint reif, da der Junge ohne Fee seine Bestimmung erfahren soll. Die Jugend und Reinheit des Jungen sollen Hyrule wieder auf dem Pfad des Lichtes führen. Navi. Oder Navy. Navy CIS, oder? Das ist doch wohl ganz kleine Anspielung auf Navigation. Ja, Fliegen. Navi heißt die. Ja, du sagst Navy. Ja nicht mein Navigationssystem, oder? Ja, das ist doch ursprünglich Englisch gewesen, Kevin. Ja, dann heißt Navi. Ja, Navi, geh nun. Finde unseren Freund und geleite ihn zu mir. Unseren Freund. Meine Zeit ist fast vorüber. Wir bleiben nur noch wenige Stunden. Flieg, Navi, flieg! Das Schicksal des Dorfes, gar das der ganzen Welt, liegt in den Händen dieses Jungen. So gut. Und jetzt kommt die legendäre Stelle. Weißt du, sie ist schon so klein wie sonst irgendwann, wie so eine Fliege, und schaffte trotzdem noch gegen den Zaun zu fliegen. Ich weiß, der Mido, oder wie der heißt. Ja, das ist ein Schlingel, der. Größte Freund. Nee, du kommst hier nicht, eigentlich mit Schild. Und Schwert. Und Schwert, genau. Und der Abzock, da, der hat es immer noch nicht geschafft. Auch in 10 Jahren würde er noch da stehen und versuchen, mit Stein anzuheben. Sieben Jahre. Oh mein Gott. Ihr merkt schon, der Jonas, der kennt sich aus. Aber der Jonas, ne, das ist nämlich deswegen, auf jeden Fall wirst du eine Stelle spielen, dem Wassertempel. Oh nein. Was soll das eigentlich da unten? Das sind... Weißt du das? Können wir uns das gleich mal angucken. Diese Dinosaurier da drauf, das sind irgendwelche versteckten Sachen, glaube ich. Genau wie Mario 64 im Brunnen, da steht auch irgendwas drauf. Mario 64, was ist denn im Brunnen? Ja, bei dem Geist. Da, in dem Garten. Da steht was drauf. Echt? Hallo Link, wach auf! Link TJ, bitte. Link TJ. Der Dekobaum hat dich zu sich gerufen. Link TJ, wach auf! Navi, Alter, die geht mir so auf den Nerv. Sie erzählt dir im Ernst, beim letzten Item, was du im Spiel bekommst, wie man es benutzt. Wie man es benutzt, Mann, beim letzten Item. Ja. Los, komm schon. Sollte die Zukunft Hyrules wirklich in den Händen dieser Schlafmütze liegen? Ja. Schlafmütze, bestimmt nicht. Warum Pette ohne Decke? Ich kann das die zu animieren. Was? Ja, wirklich. Ja, aber in... Scheiße, die Dicke. Kein Bock. Ja, guck dir dieses Haus nochmal an. Das ist eine 2D-Grafik, ist das. Ja. Endlich, du bist aufgewacht. Ich bin Navi, Navy. Der Dekobaum bat mich, dich ab jetzt zu begleiten. Schön, dich kennenzulernen. Warum ist das eigentlich so eine ätzende Blauschrift? Dein Dekobaum hat dich zu sich befohlen. Steh also endlich auf. Der macht nur so. Die Protagonisten, die sagen eh nie was, ne? Mario Link sagt nie was, Link sagt nie was. Ja, aber Link kann ja noch so. Let's go! Das war Mario, meinst du? Ja. Du hast gerade Link gesagt. Echt? Ja. Ich mein Mario. Ja. Oh nein. Gut. Guck mal, wie die rennt. So richtig nach vorne gebeugt. Hast du mal Shadow Man gespielt? Nee. Der hat so eine scheiß Springanimation, das glaubst du gar nicht. Aber willst du die Naja. Gut. Hier, was soll das sein? Was soll das darstellen? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Doch, David Goliath sieht das aus, oder nicht? Keine Ahnung. So ein bisschen wie der Kleine mit seinem Schild da und der Große mit dem David und der Goliath. Muss man mal googeln. Ja, das hab ich in der Tat noch nicht gemacht, das wollte ich mal machen. Und jetzt kommt es, nämlich mal, wir müssen ja diese Rubine sammeln und das Schwert. Ich hoffe, du bist da noch ein bisschen bewanderter als ich jetzt. Oder ich glaube. Ja, einfach hier durch den Tunnel. Aber das ist doch schade, wenn man jetzt immer so sagt. Warte mal. Ich kann das auch nicht. War das schade? Ja, schade ist das, wenn man einfach so alles kennt und einfach direkt da durchrusht durch diese ganzen Rätsel. Aber gut. Also, ich habe da ewig dran gesessen am Anfang, ne? Also, bis ich da hingekommen bin zu diesem alten Schwert. Ja, du musst dir ja mal so vorstellen: In dem ersten Let's Play, was ich dazu gemacht habe, da habe ich es geschafft.
mich zu verlaufen hier. Ich habe den Dekobaum nicht gefunden. Ich stand am Ende. Rat mal, wo ich stand. Im verlorenen Wald. Keine Ahnung. Vor dem Waldtempel stand ich. Ich stand vor dem Waldtempel. Ja, ich stand vom Waldtempel und hab erst gemerkt, als ich vom Waldtempel stand, dass da nicht der Dekobaum ist. Ich war davon überzeugt, dass ich, wenn ich durchs Labyrinth gehe, zum Dekobaum komme. Ich habe es nicht gefunden. Und die Karte war unten rechts und ich habe ihn trotzdem nicht gefunden. Ich habe dann richtig drauf gehabt. Aber mal schneller hier, das geht mir auf den Nerv, dass man es nicht weg.